Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir und heute auch mal wieder zu einem Ich kreiere Pinkdrops Outfits Video. Ja. Ich habe es ja tatsächlich eine lange Zeit nicht mehr gemacht. Ich glaube, dass ich keine Winter-Outfits mehr gemacht hatte. Aber ich glaube, Herbst habe ich noch gemacht. Ich glaube, ich habe ein Video tatsächlich nicht mehr gemacht und das lag halt eher auch daran, dass ich einfach keine Zeit mehr hatte, viele Videos zu machen. Ihr merkt wahrscheinlich auch, dass es mittlerweile nur noch ein Video in der Woche ist, weil das einfach momentan alles zeitlich mit Arbeiten nicht so richtig funktioniert. Aber ich möchte euch trotzdem ein Video in der Woche gerne geben, vorproduzieren. Und da bei uns endlich der Frühling ausgebrochen ist, gibt es heute auch die Frühlingsedition. Ich werde euch jetzt ein paar richtig schöne Outfits zeigen, die ich persönlich jetzt in der nächsten Zeit sowieso nachkreiert hätte und zeige euch dann, wie ich das Ganze gemacht hätte. Also kurz für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen, dieses Format jetzt hier auf meinem Account oder generell noch nicht. Ich zeige euch immer so ein paar Bilder, die ich rausgesucht habe, bei Pinterest meistens, und versuche dann diese Outfits nachzukreieren. Entweder ist es dieselbe Farbe. Meistens findet man nicht natürlich direkt dasselbe Kleidungsstück, also anstatt eine Lederjacke ist vielleicht dann Bomberjacke oder sowas in der Richtung. Aber man versucht sich da halt ein bisschen sich da zu orientieren. Und das ist halt einfach eine Inspo. Und ich würde sagen, let's go! Bisschen nach links verzogen und werde euch jetzt mal hier das Bild dann immer einblenden, welches ich mir ausgesucht habe mit dem jeweiligen Look, den ich jetzt nachkreieren möchte. Ich muss sagen, der Look ist ultra geil, perfekt auf die Uni, vor allem wenn man halt morgens rausgeht, sehr sehr früh, wo es dann halt noch ein bisschen frischer ist, mit dem Pulli und dem Blazer. Ich liebe diesen Look. Also den Look werde ich wahrscheinlich schon sehr gut hinbekommen. Vielleicht nicht wirklich dieser Rock, also so einen Rock habe ich nicht. Auch wahrscheinlich nicht der Farbe. Aber mit dem Pulli und dem Blazer werde ich auf jeden Fall bekommen. Die Tasche habe ich jetzt auch nicht, aber dann einfach das, was man auch hat. Es dient halt, wie gesagt, nur zur Orientierung, zur Inspiration. Und ich finde den Look echt mega, mega, mega cool. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal meinen Look. Okay, mein Plan ist nicht ganz aufgegangen. Ich hatte eigentlich einen komplett anderen Pulli anziehen. Der ist aber leider noch nass. Ich habe ihn gestern gewaschen und habe gehofft, dass er schon trocken ist. Aber nee, leider nicht. Und ich habe ihn auch nicht in den Trockner getan. Deswegen habe ich jetzt einfach diesen Fühle ich jetzt hier an, ist auch grau, aber ich mag den Fit von den anderen jetzt gerade ein bisschen eher. Habe jetzt einen Hosenrock angezogen, in so einem Nadelstreifen, ne? Ja, Nadelstreifen glaube ich. Finde ich gut. Ich habe jetzt nochmal geschaut und ich habe tatsächlich einen hellen Rock gefunden. Es ist jetzt nicht so wirklich wie der, den Dieter jetzt anhat, aber ich glaube, es wäre nicht schlecht. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich den jetzt trotzdem anziehen sollte. Oder ob ich jetzt einfach bei dem hier bleibe. Weil das Ding ist, ich habe meine Periode, ich habe schwarze Unterwäsche an. Und das jetzt anziehen macht gar keinen Sinn. Also ich könnte es jetzt einfach so dran halten und dann könnt ihr euch das vorstellen, so könnt ihr es anziehen. Kommt dem Ganzen natürlich näher. Oder halt so, von der Inspo ist es halt dasselbe, nur halt andere Farben. Ich finde die Farbkombi wirklich sehr, sehr schön von Blau und Grau. Das ist dunkelblau. Ich mag es total gerne, auch hellblau mit Grau. Das ist eine sehr, sehr schöne Kombi. Aber der Pulli. Das ist bei mir echt der Pulli, der mich so ein bisschen stört. Aber trotzdem finde ich das ganz cool. Und mit dem anderen Pulli könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, jetzt für die wärmeren Tage. Okay, damit der Look jetzt komplett ready ist, habe ich jetzt meine Tasche rausgekramt. Und zwar würde ich jetzt dazu die anziehen. Weiß würde ich aber auch anziehen. Aber wenn ich jetzt an Uni denke, was jetzt mein erster Gedanke war, einfach bei diesem Look, würde ich einfach diese Tasche hier anziehen. Finde ich super. Oder eine weiße Hose, was ihr gerne dazu anziehen würdet. Aber boah, ich laufe jetzt einfach die ganze Zeit hin und her, ne? Egal. Dann kommen wir einmal zu diesem Look hier. Der ist sehr, sehr simpel und basic, aber ich finde ihn geil. Ich finde ihn einfach geil und auch mit den Haaren kann man natürlich auch super einen Blazer anziehen. Aber solche Oberteile finde ich so, so schön. Ich habe jetzt nicht die Farbe, aber ich habe tatsächlich genau so ein Oberteil, aber wie gesagt nicht in der Farbe, was aber auch nicht schlimm ist. Ich finde es mega geil. Ich glaube, ich hatte den Look tatsächlich auch so schon mal an, tatsächlich, aber ich finde ihn halt echt mega und ich möchte euch ja auch ein bisschen damit inspirieren. Deswegen habe ich den jetzt auch hier mal rausgekramt und ich finde den super. Der Look ist echt toll. Wirklich ganz einfach, aber mega. Okay, also mein Oberteil ist tatsächlich was kürzer, als ich in Erinnerung hatte. Aber ich finde es trotzdem nicht so schlecht, so sieht das jetzt aus mit der Hose. Merke aber jetzt, dass ich voll Bock hätte auf ein längeres. Dann werde ich jetzt mal gleich tun, ob ich sowas finde.
Leider ist das Oberteil ein bisschen zerknittert, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Ich mag den Look gerne. Aber wie gesagt, ich schaue jetzt mal direkt nach ein paar längeren Oberteilen, weil ich das echt sehr, sehr cool finde. Und wenn man halt keinen Bock auf Bauchfrei hat, ist natürlich so ein längeres etwas besser. Oder man zieht natürlich Highways an. Das geht natürlich auch, aber ich stehe jetzt gerade so ein bisschen mehr auf Lowways, deswegen habe ich jetzt diese Hose an. Und das Tolle an diesem Look ist halt einfach, dadurch, dass es relativ basic ist, könnt ihr einfach alles dazu anziehen. Ein Blazer, ein Trenchcoat, eine Lederjacke, was ihr wollt. Das finde ich halt auch oft einfach an diesen Looks sehr, sehr cool, dass man eigentlich gefühlt alles dazu kombinieren kann, je nachdem, wie man sich jetzt gerade fühlt. Kommen wir jetzt zu diesem Look hier und der ist ein bisschen besonderer, finde ich jetzt. Also so eine Hose habe ich tatsächlich leider nicht, aber ich habe eine Anzugshose. So eine Hose habe ich halt auch nicht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mir nicht stehen wird. Ich habe es auch noch nicht wirklich probiert, aber ich muss es jetzt auch nicht probieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, boah, das muss ich in meinem Leben nochmal anprobiert haben. Aber ich finde an sich die Kombi einfach mega cool. Die hat wirklich etwas. Und ich denke, mit einer Anzugshose ist es auch eher ich. Deswegen würde ich es auch eher mit einer Anzugshose kombinieren. Mit Lederjacke finde ich super. Kriegen wir auf jeden Fall so hin. Okay Leute, so sieht es so look aus und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, wie das aussieht. Also irgendwie ist die Hose hier ganz komisch, die ist hier fast am Reißen. Nee, nicht so wirklich am Reißen, aber irgendwie, also das ist hier gar nicht mal eng. Keine Ahnung, ob das komisch manchmal aussieht. Aber ich finde sie trotzdem sehr cool. Ich ziehe die jetzt einfach ein bisschen höher, damit es vielleicht ein bisschen lockerer. Es ist natürlich jetzt keine Cargo-Hose, aber ich finde einen Anzug sieht das halt eher nach mir aus. Und ich finde den Look wirklich sehr, sehr cool mit der Lederjacke, dem Grau. Ich finde die Kombi von Grau und dem Hellen sehr, sehr gut, muss ich sagen. Love it. Ich habe genau das Oberteil jetzt angezogen, was ich vorhin anhatte. Ich habe es nur enger gemacht, weil unten ist mein graues T-Shirt, was eng ist, aber es ist auch noch nass. Deswegen habe ich einfach das hier genommen und hier kann man jetzt sehen, dass es hier irgendwie ganz komisch ist. Aber ich finde sie trotzdem ganz cool. Vielleicht kann ich das hier irgendwie noch ein bisschen fixen. Ich habe die jetzt auch schon 2 Jahre nicht mehr angehabt und muss sagen, dass ich die echt cool finde, die Hose. Muss ich auf jeden Fall öfter anziehen. Und den Look würde ich auch öfter anziehen. Das ist echt mega cool. Und genau das ist ja auch das, was ich gerne mit diesem Video erreichen möchte, dass ihr einfach wirklich mal das, was ihr abspeichert, auch wirklich mal nachmacht. Also oft ist es halt wirklich so, dass man sagt, ja, das mache ich dann mal übermorgen oder so. Und dann vergisst man das super, super schnell, weil es halt einfach auch nur eine App ist, die man ganz schnell wieder schließt. Und dann vergisst man das Ganze natürlich. Aber mit diesem Video will ich einfach so ein bisschen zeigen, wie man einfach was Neues entdecken kann. Das jetzt zum Beispiel, das hätte ich jetzt so wahrscheinlich eher weniger kombiniert, sondern eher mit einer Jeanshose oder so, auch weil ich die Hose komplett vergessen habe. Aber das ist zum Beispiel so das, was ich ganz cool finde. Dann habe ich einmal diesen Look hier rausgesucht, der ist auch recht einfach und auch basic. Aber ich sag euch, solche Looks sind jetzt im Frühling wirklich super. Die sind zwar sehr einfach, aber es ist total ästhetisch. Ich finde diese Looks wirklich mega geil. So würde jetzt mein Look aussehen. Also ich hatte den Look so mit der Jeans schon mal an, außer die Tasche, aber so hatte ich das schon mal an. Und zwar habe ich euch in meinem letzten Video das Oberteil gezeigt. Wir haben das zusammen ausgepackt und probiert. Weil ich liebe dieses Oberteil. Das ist so, so schön. Ich brauche das auf jeden Fall nochmal in schwarz. Ich liebe dieses Oberteil. Wie oft will ich es eigentlich noch sagen? Aber ich sag's nochmal, ich liebe dieses Oberteil. Ich habe jetzt das Ganze einfach mit meiner neuen Tasche kombiniert. Ich liebe sie, die ist so schön. Man kann jetzt aber natürlich auch schwarz anziehen oder weiß. Aber dadurch, dass sie jetzt neu ist, muss ich sie jetzt auch anziehen. Aber natürlich könnt ihr auch, wie sie jetzt, eine ganz normale Weste anziehen. Ich habe auch solche, aber jetzt nicht in weiß. Deswegen habe ich jetzt das hier genommen. Hat halt nur 2 Knöpfe, aber ihr könnt natürlich auch ganz normal eine Weste anziehen in weiß, wo ihr dann alle Knöpfe zumachen könnt. Das geht natürlich auch. Aber ich finde bei dem hier ist es halt besonders schön, dass es hier unten halt offen ist. Aber ich mag es. Ich mag den Look. Der ist top. Ich werde euch natürlich auch alles nochmal in der Infobox verlinken, was ich jetzt gerade alles anhatte. Außer es sind Sachen, die natürlich nicht mehr verfügbar sind. Aber dann werde ich euch einfach so ein paar Alternativen raussuchen. Diese Sachen, die sind auf jeden Fall up to date und die kann ich auf jeden Fall verlinken. Und dann habe ich mir einmal noch diesen Look hier rausgesucht. Den finde ich wirklich sehr, sehr cool. Kann ich mir auch sehr, sehr gut jetzt in der Zeit vorstellen. Ich muss aber sagen, dass ich nicht weiß, ob mir meine Shorts noch passt. Die zwar aus dem letzten Jahr, aber irgendwie. Ich glaube, dass ich letztes Jahr ein bisschen dünner war. Weiß ich jetzt nicht, aber ich probiere sie mal an und dann schauen wir, ob das Ganze funktioniert hat. Und ich habe jetzt deswegen so Reserve, falls es nicht funktioniert und mir die Hose doch zu klein ist, noch einen anderen Look für euch rausgesucht. Ihr merkt wahrscheinlich, dass meine Richtung jetzt gerade eher in diese einfachen Basic-Looks gehen, weil ich das einfach gerade aktuell wirklich sehr, sehr schön finde und tatsächlich auch oft einfach diese einfachen Looks wirklich auch sehr, sehr viel ausmachen. Und ich finde einfach diese Röcke perfekt für den
Frühling auch gerne mit so einem Muster oder so mit Farbe. Es hat mir bis jetzt tatsächlich noch kein Rock richtig zugesagt oder mich umgehauen. Deswegen bin ich immer noch bei dem Schwarzen. Aber ich werde bestimmt noch irgendwie einen finden, hoffentlich. Ich habe jetzt zwar nicht ganz so ein Oberteil, aber ich habe so ein Korsett, das würde auch ganz, ganz, ganz gut passen. Und ich finde diese Looks einfach wirklich super. Mein Knie. Oh, ich glaube, ich habe einen Mückenstich. Meine Shorts passt mir tatsächlich noch, aber ich habe sie ein bisschen anders in Erinnerung. Entweder ist sie doch ein bisschen eher grober wie an den Beinen, oder ich spiele mir jetzt einfach gerade extrem viel ein. Das wissen wir nicht. Aber ich finde, ist echt extrem cool. Das hat was. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall eine leckere und noch lockere Hose für den Sommer. Beziehungsweise jetzt für Ende Frühling, Anfang Sommer. Weil, ja doch, ist sie doch ganz cool. Naja, eine würde ich schon noch holen wollen, weil ich hatte nicht nur diese hier. Den Rest habe ich aussortiert, weil es mir einfach gar nicht mehr passt. Aber ich finde nur cool. Ich habe jetzt einfach mal eine Pulli genommen mit der grünen Schrift. Anstatt mit der schwarzen, weil der ist auch unten. Ich bin bestens vorbereitet für dieses Video. Aber ich finde das mit dem Grün sowieso ein bisschen cooler, hat so ein bisschen mehr diesen Sommer-Vibe für mich jetzt gerade. Also mit so einer Strandtasche kann ich mir das extrem gut vorstellen. Oder halt jetzt hier mit der weißen Tasche, die ich jetzt angezogen habe. Da auf dem Bild war jetzt schwarz, aber das passt natürlich auch zu der Schrift. Das hier finde ich jetzt so besser und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber die Hose ist halt auch sehr krass High-Waist. Aber die ist hier unten rum ein bisschen, das habe ich so oft auch bei Radlaufen, ne? Dass das hier immer so einquetscht. Das ist jetzt echt nicht so schlimm, aber ich hatte sie locker in Erinnerung, keine Ahnung. Aber ich werde eine Ahnung schaffen, die locker ist. Okay, leider könnt ihr jetzt nicht den kompletten Rock sehen, aber es ist ein ganz normaler Satinrock, der ist sehr, sehr schön lang. Und ich muss sagen, ich finde den Look sehr, sehr cool. Es ist natürlich jetzt nicht ganz so Oberteil wie auf dem Bild, aber relativ ähnlich finde ich jetzt einfach mit diesem Korsettartigen Schnitt. Und ich finde den Look sehr, sehr schön, noch mit so passenden Schüchchen, so Schlappen. Der Farbe kann ich mir das extrem gut vorstellen, die habe ich sogar. Aber da jetzt nicht, weil ihr könnt ihr eh nicht sehen, aber dazu kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann euch auf jeden Fall so Röcke, ne? Wie gesagt, mit Muster oder mit Farbe wirklich sehr, sehr empfehlen für den Frühling. Wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr luftig und macht irgendwie den Look auch noch ein bisschen besonderer, je nachdem, was es auch ist. Wenn es mit Mustern ist, ist es auch sehr, sehr schön. Oder jetzt halt einfach in dem Schwarzen. Ich finde einfach, dieser Stoff macht es sehr, sehr besonders und sehr, sehr schön. Ich glaube, das Korsett hätte auch ein bisschen enger sein können. Obwohl es geht ja, es ist nicht so. Also es rutscht jetzt nicht, aber ich glaube, es hätte ein bisschen enger sein können. Ich finde es aber wirklich sehr, sehr schön. So sieht das jetzt vom Nahen aus. Ich finde das echt sehr, sehr schön. Man kann es hier vorne so ganz easy öffnen. Komplett und dann aufmachen. Ich habe tatsächlich auch ein Korsett, was man hinten öffnen und aufschließen muss. Und das ist so, so schwierig, weil es ist ein Reißverschluss. Das hier ist dann auch einfach, dann kannst du einfach so zudrehen, aber das geht gar nicht. Diesen Look werde ich auf jeden Fall öfter tragen. Ich finde den sehr, sehr schön. Leute, ich liebe diese Tasche, die ist einfach so, so schön. Gerade so, so happy und dankbar, dass sie mir zugeschickt wurde. Die ist einfach so schön. So, das war es dann jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn ihr, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Da wenn ihr noch nicht Teil hiervon bist, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine Uploads zu verpassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Und falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Und let me know, welche Look euch am besten gefallen hat. Und ich würde sagen, bis dann. Tschüss.